Sie fliegen wieder, die Bienen. Imkermeister Herbert Schwarzer freut sich jedes Jahr, wenn er seine Bienenvölker wieder gut durch den Winter gebracht hat. Aber jetzt im Frühjahr droht seinen Bestäubern Gefahr. In relativ kurzer Zeit geht's los mit dem Mähen. Und da entstehen halt, wenn der Löwenzahn so blüht wie jetzt, oder auch später der Klee, große Verluste, wenn untertags gemäht wird. Viele Bienen werden auf den Wiesen beim Nektarsammeln vom Mähwerk überrascht und getötet oder verletzt. Und noch etwas bereitet dem Imker Sorgen. Es ist so, wenn jetzt binnen 3 Tagen der gesamte Löwenzahn weg ist, dann entsteht da so eine Art Ernteschock, weil einfach schlagartig nichts mehr da ist. Wenn also ein bisschen versetzt gemäht wird, dass die Flächen im Lauf von 1,5 Wochen vielleicht erst gemäht werden, wäre es halt ideal, weil die Bienen dann immer wieder was Neues finden und sie brauchen immer wieder neue Nahrung. Früher gab es noch artenreiche Blumenwiesen. Eine reich gedeckte Tafel mit viel Nektar für Bienen. Heute wird auch Grünland intensiv bewirtschaftet. Aber warum mähen die Bauern so früh und so oft? Weil man es gelernt hat, umso früher wirst du meist, umso höhere Nährstoffenergie. Und Zeit auch. Jetzt ist der Mais gebaut und steht momentan keine Arbeit nicht an, dann wird das gleich gemacht, weil jeder so arbeitsintensiv eingespannt ist im Betrieb. Landwirt Lohmeier hat 95 Kühe, aber keine Hochleistungstiere. Seit ein paar Jahren ist er Biobauer und mäht seine Wiesen nur 4-mal im Jahr, statt 6-mal, wie es in seiner Region üblich ist. Je länger das Gras wächst, desto mehr Rohfaseranteil wird gebildet. Der Eiweiß- und Energiegehalt des Futters schwindet. Aber ist das wirklich ein Nachteil? Man hat 10% weniger, wenn man gerade 4-mal mäht, aber nicht so viel, wie man sich vorstellt, wenn man 30% weniger mäht, wenn man 30% weniger hat. Man hat energiestoffmäßig ein schlechtes Futter, aber für Kuh ein besseres, weil das Rohfaser einfach schon dabei ist. Und ich brauche keine andere Rohfaser dazufüttern. Der höhere Rohfaseranteil älterer Wiesen macht das Futter für die Kuhmägen verdaulicher. Zu viel eiweißhaltiges, kurzes, junges Gras von Intensivgrünland führt bei Kühen zu Durchfall. Imker Schwarzer will sich mit Landwirten austauschen, was man für die Bienen tun könnte. Besonders wurmt ihn, dass die modernen, neuen Mähmaschinen sehr viele Bienen töten. Je größer und schneller die Mähmaschine, desto größer die Gefahr für die Bienen beim Nektarsammeln. Besonders problematisch bei vielen modernen Maschinen der sogenannte Aufbereiter. Zinken zerstören die verdunstungshemmende Wachsschicht des Grases durch Knicken oder Quetschen und verteilen es, damit es schneller trocknet. Bienen und andere Insekten werden zerfetzt. Landwirt Lohmeier zeigt Herbert Schwarzer seine Mähmaschine. Er hat noch ein altes Modell. Ich sehe, du hast noch ein Gerät ohne Aufbereiter. Das ist aus Bienensicht schon mal sehr positiv. Beim normalen Mähwerk haben wir ungefähr einen Verlust von 10-15% von allen Insekten, die drauf sitzen. Bienen, Wildbienen, Hummeln. Mit Aufbereiter sind wir bei ungefähr 60%. Das ist jetzt schon eine enorme Quote. Also weiß uns Imker schon recht, wenn man ohne Aufbereiter mähen kann. Sein altes, kleines Scheibenmähwerk nutzt der Landwirt aber nur noch für einen Teil seiner Wiesen. Den Rest lässt er von einem Lohnunternehmer mähen. Und der hat eine große Maschine. Ich habe keinen Aufbereiter, aber mit dem, wo ich mal los, ich lasse überbetrieblich mal, der hat Aufbereiter drin. Weil es einfach Zeitersparnis ist mit der Anwendung von der Silage wieder, geht halt einfach schneller. Dennoch, Landwirt Lohmeier tut viel für die Bienen, weil er später und weniger mäht als viele Berufskollegen. Nur so können Blüten entstehen. Die Ertragsverluste nimmt er in Kauf. Über die Jahre habe ich jetzt auch kapiert, nur Vollgas hilft auch nichts. Man muss wieder leben, man muss auch die Viecher Zeit lassen zum Leben und auch der Natur Zeit lassen zum Leben. Imker Schwarzer wünscht sich, dass mehr Landwirte diesem Beispiel folgen und auf Bienen achten. Und an warmen Tagen am besten nur morgens und abends mähen, wenn die Bienen nicht unterwegs sind. Unseren Channel könnt ihr auch abonnieren, aber schaut vor allem in die BR Mediathek. Da bekommt ihr noch mehr Videos und Sendungen von unser Land und einiges mehr.